Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel Shadowside. Shadowside erscheint am 18. August 2018 auf Steam. Das wäre bei mir morgen. Das soll so gegen Mitternacht, glaube ich, erscheinen. Und ja, ich habe das Ganze von Adrovi Games über Keymailer bekommen. Vielen Dank dafür. So, was ist das denn überhaupt für ein Spiel? Das wäre vielleicht eine Info. Also wir sind in einer sehr, sehr atmosphärischen und gruseligen Umgebung unterwegs. Das Ganze als First-Person-Exploration-Game, sagt der Entwickler. Also in der First-Person erkunden. Und das Ganze hat auch eine Story. Wir sind der Polizist Alex. Und das ist sein Abenteuer. Ich bin ganz gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich habe es noch nicht gespielt. Und gehe auf Start-Game. So, ihr seht, wir haben jetzt hier direkt erstmal ganz viele Levels. Ne? Wähle dein Level. Wir können auf mal Next gehen. Ich habe Angst. Also wir haben 15 Level, die jetzt schon zur Verfügung stehen. Ich habe gerade schon ungefähr 40 Aufnahmen gemacht, wo ich mich immer verquatscht habe. Und dann habe ich mich mal nicht verquatscht und dann habe ich auf 2 gedrückt. Und man kann direkt hier drinnen starten. Also man kann direkt loslegen. Ist egal. Also du hast keine... Wir können jetzt auf Sleepover of Reason machen. Das Ende oder so, keine Ahnung. Bin gespannt. Also wir werden erstmal 1 drücken und gucken uns die Routine eines Polizisten an und wie die Grafik aussieht. Was müssen wir machen? Können wir looten? Nein, Quatsch, glaube ich nicht. Aber was wir alles hier so erleben dürfen von der Story. Das Ganze ist leider nur in Englisch und Russisch oder Polnisch, ich weiß nicht. Ja. Laden. Ich bin schon ganz aufgeregt. Es war 5,6 Gigabyte groß, also erwartet uns schon ein bisschen. Die Engine selber frisst natürlich auch ein bisschen. Und es wird immer wärmer, mein Zimmer sehe ich gerade. Heidewitzka, 28 Grad. Ich habe mich aber auch oft verquatscht gerade beim Anfang. Meine Frau hat sich totgelacht. Aber wenn einer neben mir sitzt, kann ich keine Videos machen. So, los geht's. 3, 2, 1 Spiele. Woher weißt du das? Voll cool, ich bin voll im Intro. Hi. Cool. Hallo. A little tutorial. It doesn't not take a lot of time. Okay, es wird nicht viel Zeit kosten, das Tutorial, sagt er. Das finde ich gut. Grafik mega. Schon, ich mag die Engine. Wir haben Beine. C. Okay, der will wahrscheinlich, dass ich das hier mache. Rüber jumpen. Ja, rennen tue ich schon. Alles klar. Das ist die Routine eines Polizisten. Bücken und springen. So. Bin ja mal fast Polizist geworden. Ich habe ja alle Einstellungstests bestanden. Aber dann hat mein Schulabschluss damals nicht mehr gereicht, weil plötzlich dann nur noch Abiturienten eingestellt wurden. So, nice to know. So, gut. Press F. That's all. Good luck. Das war alles? Das war das Tutorial? Das hat wirklich viel Zeit gekostet. Okay. Wow. Los geht's weiter. Part 1. Police Routine. Yeah. 2001. Wie ist das? 2001, ne? Polizeimann Alex Carter. Policeman, Polizeimann. Falsche Übersetzung. Oha. Ich dachte, das hätte ich bewegt, weil ich gerade die Maus bewegt habe. Sieht aber komisch aus, der Polizist. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Da ist er. Halt, stehen bleiben oder schieße. Ich kann nichts machen, das macht das alles von alleine, das Spiel gerade. Schön in Szene gesetzt. Task. Examine the crash site. Ich soll sie erkunden. Okay, mein Blaulicht ist an. Alles ist abgesichert, hier kann schon mal nichts schief gehen. Hier ist ein schrecklicher Unfall passiert, den habe ich gar nicht gesehen. Stand das Auto gerade schon da? Ich habe doch nur dieses Vieh gesehen. F. There is no one in the car. Ist niemand drin? A driver is probably somewhere near and maybe... Ja, so schreibe ich doch gar nicht. Finde den Fahrer. Ja, der wird ja auch nicht auf der Ladefläche liegen. Ist ja wohl klar. Naja, hier sind zwei Wege. Hier sind drei Wege. Exploration. Das ist das... Ich liebe solche Spiele. Und da ist ja... Wir können ja nicht mal reingucken. Fahrer? Er ist nicht da. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss da lang. Grafisch sieht das echt gut aus. Motion Blur habe ich ausgemacht. Das stört voll in Videos. Ohne Videos ist das ganz cool. So ein bisschen Unschärfe-Effekt. Okay. Mehrere Wege. Aber Heidewitzka. Hier ist doch auch noch ein Weg, oder? Warum ist der Fahrer weggegangen nach einem Unfall? Baum. Okay, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich bin auch ganz so schwer. Wir haben unten eindeutig ein Ausdauerbalken, der sich schnell wieder füllt. Oh. Help. Was war das? Mystisch. Also es wird nicht einfach nur ein Polizist sein, der irgendwie einen Unfall aufklären muss. Nein, es scheint mystisch zu sein. Hier ist auch ein... Ich will da rein.
Will ich da jetzt? Das will ich da nicht mal rein, ehrlich gesagt. Da ist nichts. So, wir gehen einfach weiter. Das will das Spiel wahrscheinlich auch. Laufen fühlt sich ganz cool an. Ich will hier rauf. Warum ist auf dem Weg so ein riesiger Stein? Obwohl, ist das überhaupt ein Weg? So, weiter geht's. Oh Gott. Ich hab mich doch jetzt schon verlaufen. Ich mach mal nicht so schnell. Also es fühlt sich an, als ob ich mit Controller spiele. Ich spiele aber normal mit Maus. Eine Ruine? Fahrer? Ist der Pfarrer hier? Er sitzt nicht hier. Oh, na Gott. Oh, er scheint zu klettern eher, anstatt zu springen. Hua, er ist für einen Sprung. Okay, wir haben gelernt, wie das geht. Okay, wenn es hier so verwinkelt ist. Ich bin alter Spieleexperte. Ich weiß ganz genau, wo ich den Typen finde. So. Nein! I can't climb over the... Ich kann es nicht. Oder hat er gesagt, ich kann es? Ich hatte can't oder can? So habe ich nichts gelesen. Okay, wenn er das kann, das habe ich aber nicht gelernt im Tutorial. Schweinerei. Seht ihr, sofort schaffe ich es nicht mehr. Oh, was? Wie ist denn der hier hingekommen? Ich muss es tun. Looks like it's the driver tot. I need to come back to the current report about it. Also er sieht aus wie der Fahrer. Er ist tot. Ich muss zurück zu meinem Auto und das melden. Go back to your car. Okay. Das finde ich doch nie wieder. Das ist Polizeiarbeit. Da muss ich erstmal über so Ruinen krabbeln. Hier, ey. Ist ja fast wie Alarm für Cobra 11. Ich versuche eine Abkürzung wegzunehmen. Oh nein, hoffe ich komme hier wieder weg. Wow, ich springe mal. So, ich glaube, das war diese Richtung. Ich weiß nicht, ob man noch mehr finden könnte. Vielleicht ein Geheimnis. Spezielle Gegenstände. Ich würde sie verstecken als Entwickler. Das war der Stein, wo ich gesagt habe, warum der auf dem Weg liegt. Ha, so merke ich mir Kacke. Dann geht's hier lang. Okay, Ausdauer. Was passiert, wenn die Aufgabe lutscht ist? Erstmal jumpen. Im Sprung erholen wir uns ein bisschen lustig. Und tot. Oh, wir werden einfach langsamer. Okay. Das melden wir. Wir haben eine 1661 hier an der Kreuzung zu McDonald's und Burger King. Boah, das Bild ist komisch. Schielig. Ad Rough Games. Okay, wird das wahrscheinlich so gesprochen. Dann habe ich es anfangs falsch gesagt. Ich will nochmal meinen Namen sehen kommen. Wäre witzig, wenn alle da 13 Spiele high stehen hätten. Das wäre total der Hammer. Nein, darf ich fahren? Nächster Tag. Boah, voll der Exorzismus hier in meinem Kopf. Ich kann nur so gucken. Boah, du bist so schnell. Und der hat offene Tür. Bist du doof? Hallo? Verfolge ihn. Polizei. Wir sind Polizist. Erschießen. Nein, so schlimm auch nicht, aber ich kann nichts machen. Doch, ich kann Pause machen. Ah, der hat was gesagt im Funk. Ich habe das ja gar nicht gehört. Hallo? Hilfe! Hilfe! Ah, er guckt von alleine. Catch the intruder. Okay. Das war jetzt eine seltsame Geschichte. Hä, war das dasselbe? Da wird doch jetzt auch wieder ein Pickup. Welcome to Nightwood. Wie kann die Stadt so heißen? Ist doch jetzt schon gruselig, der Name. Da gehen wir nicht hin. Ich gehe lieber nach Daywood. Da ist ein bisschen heller. Achso. Nimm das Auto, Mann. Das geht sogar, aber wir können... nicht fahren. Was macht der da? Wo fahre ich jetzt hin? Ich weiß nicht, was er tut. I need to refer the car. Oder Kindergrosche. Task Refor the Car. Aber das war doch jetzt gar nicht die Aufgabe. Ich bin doch nur aus Versehen wieder eingestiegen. Chaos. Wenn ich kein Chaos zapfen kann, boah, die Grafik sieht echt hübsch, ne? Das ist eine Tankstelle. Was? Dann würde ich aber öfter tanken fahren. Naja, so attraktiv ist das ja nicht, ne? Vor allem der Typ hier.
Hey, you don't know this person? He is not from here. He must be sleeping. You can slip, was? Your hand into his pocket and search for documents. Nein! Der wird doch wach, Mann. Interessiert mich doch nicht, soll sich doch einen ballern. Ich will einmal tanken. The salesman looked at me and greeted. How is your service? He asked, ich bin ja ein Polizist, ne? Ich antworte, everything is fine, but the winter was really served. Scheiß Winter, the salesman was quiet for a while and then asked me what I wish. I need gas. Ich brauche Benzin. Ich antworte, ich bezahle für Benzin und das Gespräch ist beendet. Das war jetzt Tank? Oh. Nee, ne? Da war was! If you find the target on the first try. Oh, ist aber schwer. Wo hab ich denn getroffen? Da oben? Nein. Da! Was? Was hab ich denn gewonnen? Hey, was hab ich gewonnen? Was hab ich gewonnen? Meine Polizeimarke? Im Ernst? Wow! Ich hab meine Polizeimarke gewonnen. Man kann, glaube ich, gar nicht verlieren. Ich gehe jetzt müsste das Spiel, aber. Halt, ja auch! Das sagt er nur, weil ich Polizist bin. Ich hab meine Marke geklaut. Das darf doch nicht wahr sein. Wir haben Licht angelassen, das lässt man beim Tanken nicht an. So, jetzt hauen wir aber ab. Ich kann nicht mal abhauen. Okay, dann tanken wir mal. Ich habe ja schon bezahlt, oder? Come back to the police station. Nein! Wir hatten doch eine Aufgabe. Naja, vielleicht mache ich das ja richtig. Vielleicht hätten wir gar nicht Richtung Night Town gekommen. So. Vielleicht hätten wir da gar nicht hingekonnt. Vielleicht ist das ja zufälligerweise richtig gewesen. Nicht so schnell bist du denn des Wahnsinns. Verlangsam. Wir wollen doch noch ein bisschen weiterspielen. Das ist voll die Zeitreise, oder? Machen wir. Da war doch ein anderes Polizeiauto stehen. Ja, das wundert er sich wahrscheinlich noch, ne? Shadow Side. Das ist der zweite Part. Das weiß ich, weil ich außersehen schon drauf geklickt habe. So, Exploration Game. Atmospheric Game Location. Also sehr atmosphärische Locations. Realistische Grafik. Several Endings. Also verschiedene Enden. Interaktive Momente. Der wurde Held. Irgendwas machen kann. The game was developed by a CryEngine. So! Ich habe mal vorgelesen, was da stand. Ich habe das nicht gelesen, weil ich mich selber abgelenkt habe. Press F to komischen Grafikfehler. Brain Construction. Was stand denn da jetzt? Das ist die Polizeistation. It doesn't work. Was? Don't see anything. Also, er sieht nichts Nutzbares. Ich sehe den Grafikfehler nur. Der Kühlschrank ist ein lustiges Wort in Englisch. So, ja, das ist wieder. There's not for information about this place. Ja. Hier brauche ich gar nichts machen, ne? Das ist abgeschlossen. Ich arbeite zwar hier, aber mir verrät keiner den Code. Search. Schade, kein Ball. Wäre geiler. Ich habe einen Glutschi gefunden. Hat er gerade Glutschi gesagt? Wofür könnte der Schlüssel sein? Nö. No. It doesn't mean anything from me. Er will den Boden nicht wischen. Alles sort of old junk. Alter Müll. Grafikfehler. Ich muss da hingucken. Tut mir leid. So, ich glaube, ich habe den Schlüssel gefunden, ne? Nee. Wunder nicht eingeschüttet. Das ist die Polizeistation. Ja, Himmel, Herkunft. Wo. Das. Find out what's going on. Ich soll rausfinden, was los ist. Ja, irgendwas stimmt hier doch nicht. Das ist doch nicht die Polizeistation. Oh, ich liebe solche Spiele. Okay, bitte. Zu die Zeit etwas runter machen oder machen Balken hin. I found a police badge. Okay. Halt stehen beim Polizei, kann ich sagen. Und das Ding zeigen. Fupp. Leer. Ich habe leer in irgendwas gewühlt. Seltsam. Okay. Also du musst wirklich. Du siehst nicht, wo du durchsuchen musst, was die Sache ein bisschen schwieriger macht, aber so ein Schrank ist ja wohl selbstredend. Leer. Du findest überhaupt nichts, weil es leer ist. Ich habe heute gute Laune, man merkt das, glaube ich. Ah, da wird noch was passieren, ich habe Angst. Nichts Nutzbares. Nur Müll.
Ne, wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da. Nur mal für Werbung für mich. Weil für mich ist es ein Fehler. Halt stehen bei der Polizei! Was mit Knarre? Also hier war Sound. Boah, ist das ein großes Haus. I'm trying to open the door, but it doesn't work. Also die Tür ist kaputt. Sind nicht... Я помню этот склад. Я впервые убил человека. Я помню... Помню, он был безоружен. Он напал на меня. Я испугался и выстрелил. В тот день я долго не мог прийти в себя. Ich glaube, das ist Russisch. Ich liebe Russisch. Ich will die Sprache unbedingt lernen, aber mit 36 bin ich irgendwie zu faul, noch eine Sprache zu lernen. Weil ich will auch unbedingt mal nach Russland fahren. Hab ja Vorfahren da gehabt. Es zieht mich da magisch hin. Außerdem haben russische Mädchen mich immer attraktiv gefunden. Weil der war so gut versteckt, da ist was drin. Aber meine Frau ist keine Russin. You are a murderer. Naja. Finde ich jetzt sehr, sehr uninformativ. Ich bin kein Mörder. Das weiß ich, ich bin ja Polizist. Wenn ich einen im Dienst geschossen habe, dann dienstlich. Dann bin ich zwar Mörder, aber da wollte der mich wahrscheinlich auch töten. So, was haben wir hier? So. Wow, mein Kopf war, wow, was ist das? Kann ich mal das steuern? Gut, voll erschrocken. Hat mich überhaupt nicht erschrocken. Der Sound war zu leise. What is was? Muss ich jetzt eigentlich mit russischen Akzent quatschen? Oh nein. Besteht die Polizei nur. Das ist doch niemals die Polizei. Warum soll die denn so viele Waschmaschinen haben? Der hat doch gesagt, ich soll zur Polizeistation zurück. Oh, a Screwdriver. Russisch weiß ich nicht, aber ich darf ihn nicht haben. Oder das ist der Schreibtischdurchsuchsimulator. Das kann auch sein. Leer. Du bist diese ganze Strecke für umsonst gelaufen, du Idiot. Du hast gerade einen leeren Schreibtisch gefunden. So. Das ist aber noch einer. Der ist nicht zu durchsuchen. Okay. Das Ding kam aus der Richtung. Also es ist ein Lager, irgendeine Wäscherei, irgendwas. Tim drückt Knöpfe, aber darf er nicht. Ich will einfach alle Knöpfe drücken, wie immer. Wer baut denn so ein Lager? Du gehst ja morgens zur Arbeit und kommst dann seit 3 Tagen nach Hause. Wo warst du denn, sagt die Frau? Und du sagst dann, ja, ich habe mich verlaufen mit meinem Lager. Wie kann ich dafür, mein Chef will immer Labyrinthe überall bauen? Das ist gar nichts. Das ist nur mein Regal weg, Mann. Ach, das geht sogar. Ich brauch einfach nur davor laufen. Schön raffiniert. Do you know who you really were? Keine Ahnung. Auch sehr uninformativ. Aber ich glaube, wir müssen das finden. Das triggert dann. Gehen wir hier rum. Das ist ein Lichtentwecker. Du musst gerade gehen. Sorry. Das fühlt sich langweilig. Gottes Willen. Ich bin aber saumüde. Okay, wir haben nichts gefunden, außer so einen dummen Zettel. I have no key on this door. Aber hier waren wir nicht drin, oder? Doch, da war eine. Ja, die Tür ist kaputt. Ja, wir haben bestimmt Wodka getrunken, deswegen laufen wir so. Guck mal. Okay, komm, diesen Rätseln. Das ist Exploration, das ist. Ich liebe sowas. Haben wir hier schon? Ja, ne? Hier haben wir schon, wie wild die Schreibtische durchsucht. Es sind nur Schreibtische zu durchsuchen. Hab ich doch irgendwo einen Schreibtisch übersehen? Das ist. Ach so! Hab ich vielleicht bei mir zu Hause im Schreibtisch übersehen? Den hier, ne? Den hab ich gar nicht gesucht, aber. Das geht nicht. Der Telefon doesn't work. Ja, aber wo sind wir denn? Ein Team set sehr in No Connection. Das ist nicht angeschlossen. Okay. Ja, ich weiß Bescheid. Danke. Dann schließ es doch an. Du darfst alles nur einmal antippen, dann ist auch Schicht im Schacht. Scanne. Raus hier. Also wir sind gerade direkt hier reingegangen. Ich weiß es, aber... Als alter Loot-Experte übersehe ich doch nichts. Ich übersehe doch nichts. Niemals. Also wir haben alles gefunden. Wir sind Mörder. Hier drin, ne? Zettel. Ich geh nochmal hier rum. Und wir haben auch eine... Wir haben ja auch diese Gestalt gesehen. Alles kommen.
Also die Grafik sieht geil aus. Also sehr stimmig. Stimmig. Die Türen sind beide im Arsch. Da waren wir fett am Durchsuchen. Also die eine war nur abgeschlossen. Ich muss eher weiter explorieren. Schreibtische. Zwei. Voneinander gestapelt, aber. Dann mussten wir das wegschieben. Und fanden diesen Raum mit dem Mistzettel. Der mir nicht viel weitergeholfen hat. Haben wir Rock an? Nein, würde ich schon sagen. Links und rechts war gar nichts, da waren. Gehe ich nochmal da hinten hin. Das Ding ist ja hier reingelaufen, ne? Das leuchtet da was? Nein, das ist der Boden. Und hier haben wir. Was hatten wir hier nochmal gefunden? Der Kerzen ist schön, da passt ja voll gut rein. Ich weiß nicht, was soll das? Spiel! Gib mir Tipp! T für Tipp? Nein. P, Enter für. Nein, Quatsch. Wir hatten doch einen Schlüssel gefunden. Wofür sollte der denn gut gewesen sein? Ich kann auch nichts auswählen. Ich habe kein Inventar. I. Tab. C. Das Tutorial war zu, das war zu schlecht. Deswegen bin ich nicht so gut. Gucken nochmal bei den verschlossenen Türen. Bei der hier fehlt der Schlüssel. Das kann ja nicht so schwer sein, den zu finden. Aber wir dürfen die noch einmal benutzen. Tatsächlich auch die Türen. Wir müssen es ganz, ganz genau umsehen. Das ist das Schöne an so einem Spiele. Aber es kann für ein Let's Play zum Beispiel sehr peinlich sein, wenn man zwei Folgen macht für eine Sache, die einfach so offensichtlich bei einem liegt. Und die ganze Zeit vorbeiläuft. Diese Wagen. Verdächtig. Komische Kreaturen, noch viel verdächtiger, aber wo? Hey, ist gar nichts mehr! Der Himmel, Herrgott, kann ich das hier auch schieben? Nein. Das ist, ich habe keinen blassen Schimmer. Hallo? Mir springen hat auch nicht geholfen. Ein Rad. Mit Schneekette drum, oder was? Nee, einfach nur siffig. Ich exploriere doch ganz feste, aber ich... Oh. There is a blood strain on the wall. Blut. Das habe ich übersehen, aber... Da muss ich ja alles finden, oder was? Das ist auch Blut auf dem Boden, Mann. Ist das jetzt gerade da auch gewesen? Weg. Da. Ist das jetzt das Blut oder nicht? Tropfen. 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 Das war doch gar nicht da. Wird weniger. Oder ich sehe überhaupt Blut und da ist gar nichts mehr. Aber in der Ecke waren wir doch schon. Das waren gar keine Blutropfen, das war einfach nur eine gerissene Fliese, ne? Da. Hier liegen ganz viele Kotlets auf Rattentote. Keine Möglichkeit, was zu tun. Aber das Blut führt mich hier hin. Oder führt es mich auch zurück? Voll. Die ist ja explodiert oder so. Und da rein, okay. Das war doch vorhin nicht da, oder? War das Blut schon die ganze Zeit da? Seltsam. Da ist der erste Tropfen, okay. Also muss ja echt ganz schön gut drauf aufpassen, was du hier dir anguckst, ne? Du darfst nichts übersehen. Okay, das Blut hat mir trotzdem nicht viel geholfen. Denn die Tür ist kaputt. Kann ich hier nicht irgendwie knacken? Habe ich hier nicht irgendwas zu knacken? Also entweder kam der hier rausgeschliffen und hat ganz viel Blut verloren und immer weniger und ist dann gestorben oder er ist dahin gekrabbelt. Also irgendwie kam er ja blutenderweise von hier. Was für in dem... Nee. Aber hier ist ja auch noch Blut, oder? Das sind definitiv Blutspritzer. Ich bin als Cop, sehe ich sowas sofort. Das führt ja nur zu den Ratten. Das ist aber eine Ratte, verliert doch keine 800 Liter Blut.
Da liegt was. Das ist, also es sind auf jeden Fall zwei tote Ratten, mit denen ich nichts anfangen kann. Genauso wenig wie mit dem Schalter oder so. Ich kann sie bitte aufstehen. Danke. Okay, dieses Rätsel werde ich niemals lösen. Doch, ich werde nicht aufgeben. Denn ich habe nur eine Kleinigkeit irgendwo übersehen. Eine klitzekleine Kleinigkeit. Ich liebe sowas. Ich gebe dann auch nicht auf. Und das Rätsel-Lösung ist ja meistens so leicht. Und dann stehst du mal doof da. Okay, wir waren jetzt schon dreimal hier. Und wissen eigentlich, dass hier überhaupt nicht so durchsuchen ist, ne? Nimm die Lampe doch mit. Er darf überhaupt nichts machen. Nirgendwo mehr. Verdammt. Ein bisschen sehr extrem Exploration. So, das haben wir gelöst. War super schwer, das Rätsel. Steht da doof da, ne? Der Tim. Da weiß er echt nicht mehr, was er machen soll. Speziallage halt. Okay, jetzt haben wir hier wirklich, wirklich gründlich geguckt, den Vorraum. Ich bekomme hier überhaupt nichts zum Suchen mehr. Ein bisschen panisch gerade, weil die Folge sonst total komisch wird, wenn ich hier überhaupt nichts hinbekomme. Kein Tipp, kein gar nichts. Wird das dunkler hier? Was war hier Rampe, ne? So, interessantes Blut. Waschmaschinen-Depot hier, ey. So. Das ist die Zeitung. 2 Stunden Zeitung lesen. Real time. Irgendwie muss ich hier rein. Die Texturen von den Türen sind voll hässlich. Noch habe ich den Entwickler noch nicht durchschaut, wie er das Versteckte versteckt. Okay, hier haben wir jetzt aber wirklich ganz gründlich geguckt. Ich finde hier gar nichts mehr. Irgendeine Ecke vielleicht übersehen. Wir gucken jetzt wirklich überall hin. Ein Sack. Oh, so. Der Reifen. Vielleicht muss man sich ja bücken ab und zu. Sonst sagt er, nö, geht nicht. Ist gleich wieder zurück. Ist gleich wieder am Start. Er sagte, die Telefon ist nicht angeschlossen, aber hier sind überall Anschlüsse. Ich habe keine Ahnung, wo. Das Telefon hätten anschließen müssen, außerdem scheint Strom nicht zu funktionieren, oder? Doch, Lampen sind ja an. Ich habe keine Lichtschalter. Uah, wie gruselig. So, ich geh nochmal hier rein. Damit wir eine Tür auch mal benutzen, damit wir das Gefühl haben, es geht. Also, gefunden haben wir einen Schlüssel, aber das scheint für nichts gut zu sein. Gebückt vielleicht nochmal irgendwo. Was ist das denn? Da liegt eine Krabbe? Ein Krebs? Warum? Ich mach so die Testrunde, geht so lange, bis ich das rausgefunden habe. Das kann ich nicht leben damit. Er kann auch nichts einfach so nehmen, also das geht nicht. Nur wenn er das mir anzeigt. Okay. Schwerer Start ins Spiel, muss ich aber dann sagen. Und jetzt haben wir wirklich. Wir haben alles zweimal durchsucht. Das ist. Ein rotes Lampen. Ding. Drücke es. Er will nicht. Okay. Der Müll, der Stuhl. Ich warte auf ein Signal. Ich warte auf ein Zeichen, Spiel. Hier ist ein schiefes Regal. Das könnte was bedeuten. Ist ja wieder Blut? Nee. Hier ist einfach nur Dreck. Was ist das überhaupt? Sind das Flaschen? Ganz flach? Okay. Ich mag sowas gerne. Bis es frustig wird, dann mag ich es nicht mehr. Es kommt mir alles so gleich vor, ist das Problem. Ein Eimer. Endlich können wir Wasser holen. Hier ist einfach verdammt nochmal nichts. Ich bin Mörder. Das war's. Das sind die Informationen, die wir aus der ersten Runde hier mitnehmen. Hm. Hier ist Labyrinth, das habe ich nur kurzzeitig besucht. Vielleicht habe ich da wirklich was übersehen. Das war der Schreibtisch, wartet mal.
Sackgasse? Ecke? Ja, wie kommst du zu dem einen Schreibtisch? Interessant. Also ja, irgendwo muss es sein. Das Geheimnis der Geheimnisse. Der Schlüssel wird es sein. Oder ein Werkzeug, um die kaputte Tür aufzumachen. Hier habe ich aber schon 18 Mal reingeguckt. Oh. Alter. Bin gespannt, wie schwer die Kacke versteckt ist. Irgendwie muss es ja sein. Oder ist ein Bug, untersuchst du umsonst die ganze Zeit? Okay, wer hat das von euch schon vorher gedacht? Решетка прикручена. Руками не снять. Ach. Ich weiß. Knasti-Knussi, kannst du da nicht mit der Hand drehen, die Schraube? Okay, wow. Das war einfacher, als ich dachte. Okay, ist eventmäßig. Also ein Schraubenzieher vorher hätte ich vielleicht eine Idee gehabt. So, wir haben einen Schraubenzieher equipped. Ach, ich mag Russisch lernen. Ich glaube, das ist Russisch, könnte auch Polnisch sein, ne? Aber... ja, mach ich. Boah, bitte ab. Das ist voll der Ninja im Schrauben wegdrehen. Ja, wird eine längere Testzone, ich will ein, zwei Kapitel auf jeden Fall schaffen. Und ich muss ja ein bisschen Nachspielzeit reinsetzen, weil das war ja mal nix, ne? Bis jetzt, was ich geschafft habe. Atmosphärisch gefällt mir das sehr gut. Selbst suchen, selbst rausfinden, ohne viele Tipps, mag ich. Mag nicht jeder, aber ist so. Решетка крепко приварена. Ist das mit Draht verwickelt, oder was? Ja, mir egal, Hauptsache eins ist offen. Ja, ich muss halt mal hochgucken, ist ja... ich höre diese Beschaltung. Man könnte auch schnell krauchen. Das ist die normale Geschwindigkeit, das ist Turbo. So. Ist ein spätes Abend, Testvideo heute. Das Spiel erscheint heute um 12 Uhr, denke ich mal. 10 Stunden stand vorhin da. Heizungsraum. Auch die haben gesagt, ey, lass uns das Labyrinth durchbauen. Da haben die Mitarbeiter viel Spaß, wenn die durch die heißen Rohre laufen müssen. Nichts übersehen. Hui. Oh, Telefon. Ernsthaft? Bam, Alter. Da hat er ja geile Hosentaschen. Wofür bräuchten wir jetzt eine Leiter? Scheiße. Findet ihr eine Leiter? Und ich habe keine Ahnung, wo wir die anwenden sollen. Ah, ich kann mir was vorstellen. Müssen wir eigentlich hier entkommen? Oder was war das? Rätsel. Ich habe schon wieder vergessen. Schon so lange her. Aber da ging es ja auch so ein bisschen hoch. Ich liebe sowas. Grafisch toll. Grafisch ganz toll. Ist ja die Engine halt. Fang! Hätte gerne gesehen, wer die da rausgekriegt hat. Aber ist egal. Realismus ist halt schon eine wichtige Sache. Okay, yes. Nicht schön. Ich laufe einfach so schnell ich kann an den Rohren vorbei. Durch Gas? Ich weiß nicht. Grün. Also eine Rätsel kriege ich noch hin. Das ist irgendein Licht. Ratten. Geht das die? Ach so. Ein Ventilator. Kriege jetzt schon mal auf. Der geht einfach. Oh, ich will da zurück. Da war ein Haken an der Wand. Ich muss erst mal gucken hier. Bin noch gar nicht fertig hier. Was habe ich jetzt aufgemacht? Okay, wir gehen doch in der Hakenseite einmal rein. Nimmst, was würdest du nehmen? Den Gang einfach durch den Lüftungsschacht, der ganz harmlos und friedlich aussieht? Oder die Tür öffnen und den Hakenraum betreten? Ach komm, wir betreten den Hakenraum. Oh, ich bin gespannt, wenn wir die bewegen. Au, 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 au. Schöne Physik. Was verdammt nochmal ist das für Gebäude? Und endlich mal wieder ein Schreibtisch zum Durchsuchen. I found a police badge. Warum findet er so viele davon? Was mache ich denn damit? Sind das vielleicht diese Spezial, die ich gesagt habe, vielleicht so Kleinigkeiten, die man finden kann? Weg der Haken.
Jetzt gehen die ab. Okay, ich glaube, ich muss durch den Lüftungsschacht. Aber ich habe, glaube ich, das sind, wenn man die sammelt, das ist bestimmt ein Extra. So. Hakenseite war gar nicht so schlimm. So, jetzt sind wir schon 35 Minuten dabei. Ich mir die Leiter in der Tasche gehabt, dann wäre nicht so hart gefallen. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann ja nicht springen im Schacht. Ich bin irgendwie gelähmt. Das ist total langsam. Das ist das Einzige, was ich kann. Boah, was ein mega Lager. Hilfe. Und es ist schwammiger geworden. X to set broken arm. Das wird kein XF. Autsch. Er hat ihn reponiert, so heißt das, reponieren. Den Knochen wird da so hingeschoben, wie er sein muss. Natürlich ist er da nicht geheilt. Nein, ist immer noch gebrochen. Aber das, eine Fraktur, ein Bruch, kann ja auch ein Gefäß zudrücken. Wenn der Knochen überhalb drauf liegt oder neben dem Gefäß und drückt das zu, da ist eine Reputation, das Reponieren, eigentlich sehr wichtig. Kopfnuss. Damit eine Durchblutungsstörung verhindert wird und es ist auch schmerzlindernd. Kinder haben ganz oft eine Grünholzfraktur, so heißt das. Da haben die den Knochen gebrochen, aber die Knochenhaut um den Knochen ist noch intakt. Das ist dann fast sogar ein guter Bruch, kann man sagen. So, ich finde mich nicht mehr zurecht, weil ich hier nur laber. Also wenn es so gebrochen ist, dann heilt das ja schnell. Muss natürlich aber geschient werden, weil er wabbelt ja auch so ein Arm. Oh, hier geht's rein. Boah, hab ich mich erschrocken, Alter. Ihr Behinderten. So. Allerdings hast du den richtigen Weg gefunden. Da war wer. Das habt ihr doch jetzt auch gesehen, oder? Bin ich übermüdet. Ih. Es knistert und knastert. Hier ist irgendein Typ. Nimm die Leiter in die Tasche. Damit kannst du jemanden schlagen. Oh Gott. Da war einer. Der hat mich hinter dem Regal angeguckt. Ich hab Angst. Oder hab ich Halluzination? Hier war ich doch schon mal. Halluzination, Dezernation. Dahinter will ich irgendwie. Ach, der ist so dick. Wir haben einen dicken Polizisten erwischt, den Alex. Das ist auch ein ganz klassischer russischer Name, ne? Irgendwie muss ich dahinter kommen. Paletten im Weg. Und hier, ah ja, hier dachte ich, hier komme ich durch. Aber wenn man die Männer kennt. Eier-Ding. Ah, vielleicht ein Weg oben lang. Leiter geht nicht. Da ist ja auf jeden Fall ein Weg. Ich glaube, da steht schon wieder das Ding, aber... Steht der immer hier? Warte mal, müssen wir rausfinden. Ah. Nein. Ich kann nur... Nur vorwärts fahren mit W. Alex, der Gabelstaplerfahrer Klaus. Das geht nicht. Tut hier einfach mal. Er hebt aber auch das Ding gleichzeitig hoch. Wohin? Danke, Herr Gabelstapler. Wir haben Platz geschaffen. Dann kommen wir jetzt auch hier lang. Da muss ich jetzt mal drauf kommen. Ja, ja, ich kriege schon hin, den Bücken. So. Aber warum bekommen wir keine verdammte Taschenlampe? Ist ja nochmal so ein Badget von Polizisten? Nein. Ah, finde ich gut, da muss ich genauer gucken. Ich habe Angst. Also ich mache circa 45 Minuten. Noch 5 Minuten spielen wir. Außer es passiert was, dass das verlängert. Aber man will natürlich nicht so viel von der Story verraten. Das ist ein Test von Video. Blut. A lot of Blut. Ein Schreibtisch, ja, endlich wieder. Hi, steht da drauf. Hallo, Schreibtisch. Nothing useful, just Müll. Leer. Wetten ist zu. Geht gar nicht, kann ich mal benutzen. Okay, wow. Dieses Areal ist absolut nutzlos. Hier war einfach gar nichts. Hä, wo muss ich denn hin? Wo
Wo kam ich hier nochmal her? Ja, ich glaube von links kam ich. Es wird so spannend. Grafisch geil, also muss ich sagen. Ein paar Grafikfehler hin oder her. Aber das ist sehr stimmungsvoll. Ich habe viele Bilder gesehen, wo außen war. Das sah auch geil aus. Oder ist ein Knurren? Nichts Nutzvolles. Nutzbares, nutzvoll. Such dir was aus. Ist heute alles gratis. Oh, die Blume, die wächst aber schön bei dem Licht. Okay, alles. Man findet einfach ja gar nichts, ne? Gar keine Information. Wir haben überhaupt noch nichts über Alex rausgefunden. Er ist Polizist. Ende. Ich kann kein Testo-Video machen, wo ich sowas nicht rausfinde. Irgendwas Kleines. Von der lief was, oder? Oh, ich habe ihn okay. Unsere Store, I can't open it. Wir hatten noch vor der Vortür keinen Schlüssel. Vor Ewigkeiten. Müssen wir denn nochmal zurück? Oder ist es einfach Pech? Warum geht die denn auf in den Raum? Voll langsam. Da, sieht er das? Im Spiegel. Das Vieh, das ist hinter der Wand. Hä? Da ist überhaupt nichts zu sehen. Rohr? Rohr. Schimmeltyp steht aber da. Hey, du Dämon. Ein Innentier. Und ich selber hatte kein Spiegelbild. Juhu. Ich kann mich nicht bewegen. Er voll an Old Rusty Key. Ich scheiß mir jetzt mal in die Hose. Der alte russische Schlüssel. Ich weiß ja nicht. Das war ja keine rostige Tür. Langsam! Guck mal, wir haben kein Spiegelbild. Aber Schimmelmann steht da noch. Okay, ich bin total voller Angst. Da passiert schon nichts. Mit Ruhe. Rostiger Schlüssel. Die Tür war ja offen. Boah, es ist dunkel. Alter Minenschacht. Eine Tür war da ja, die war verschlossen. Mehr kann ich mir nicht vorstellen, wofür ein rostischer Schlüssel sein soll. Da ist er. Weg ist er. Wir haben es geschafft. Rätsel gelöst. Oh, das sieht schon besser aus hier. Gott sei Dank. Können wir wieder Schreibtische durchsuchen? Ich krabbel erstmal hier rein. Völlig für umsonst. Und krabbel wieder raus. Krabbeln sie rein, damit sie rauskommen. Boah, ist das hell draußen. Also hier muss dringend mal einer aufräumen. Ja, 2002 hatten die da noch so eine Rechner. Noch den Schlüssel. Just Müll. Irgendwas Sinnvolles, damit wir mal erkennen, was los ist. Ich weiß immer noch nicht, was los ist. Irgendwelche komischen Wesen. War das nicht gerade auf Deutsch spielen? Nee, das war Angelsimulator. Schon durcheinander. Das hat sehr viele Spiele gespielt. Не думаю, что стоит идти туда без света. Find a source of light. Also ich brauche jetzt meine Taschenlampe. Hey, Überraschung. Und scheiße, warum ist sie jetzt weg? Das war gerade schöner mit Licht. Spiel. Warum steht die Kerzen? Oh, mein Skrotum. Ich weiß nicht, wie ich die benutzen soll. Hier ist ja noch mehr Gang. Oh. Cap. Okay. Die Soße auf Light habe ich. Dann machst du dich selber an. Ah! Es wird gruselig. Ih, was ist hier auf dem Boden? Ich habe keine Angst, ich bin furchtlos. Ich hab das Headset viel zu laut, scheiße. Oh, schon wieder, ey. Was ist denn mit so einer Kackfigur? Da vorne ist doch wer, der bewegt sich doch. Hallo? Rückwärts. Nee. Ich glaube, zu nah darf ich hier nicht kommen, ne? Das war erschreckend. Mann! Arschloch-Ding! Wo soll ich mich denn voll? Der macht da hinten eine Wende und dann haut er wieder ab. Was?
Bück dich doch. Ja, hier sind nichts, das ist nichts zu verstecken. Ist alles vorbei? Hier ist ja nirgends was zu verstecken. Hier ist ja so ein Poller. Das, ich bin so gut wie unsichtbar. Hallo. Schimmelmeister. Lass ihn ja noch ein Stück gehen. Gott sei Dank ist ja nicht so lahm. Aber cool versteckt. Also es klappt ja ganz gut. Zap, zap. So, jetzt sind wir bei 45 Minuten, 46 Minuten. Ich habe noch nichts rausgefunden vom Spiel. Und wenn man sich Zeiten aufgibt, muss man die eigentlich halten. Ne? Das ist so spannend. Wie, was ist hier? Wow. Я нашел ключ. I found the key. На ключе написано. Комната номер 3. Ja, achso. Schlüssel Nummer 3, Raum Nummer 3. Boah, da war doch gerade ich da. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer, wenn ich zu lang mache. Die двери выглядит не очень крепкой. Fisherman's Friends essen. So. Ah, aber das wollen wir rausfinden. Key Nummer 3? Nein. Der interessiert sich hier nicht für Schlüssel. Das ist nur noch der Gang, dass ich die Scheißgänge merken muss. 5. 3. Knack, knack. Hallo? Einfach reinstürmen. Polizei? Help. Steffi auch, bitte. Meine Frau. Oh, ein Schreibtisch. Wer hätte das gedacht? Endlich mal für einen Schreibtisch. I remember. Ich erinnere, was passiert about irgendwas mit Kiste. Die Kiste mit Müll. Ich verstehe nicht, worüber sie reden. Alle reden komisch. I don't ever remember the word. All right, that's the point. To pay got money for good. No what? Can't you imagine that? The chests are virtual. Yes. You pay your money for. Ach, was labert der denn für einen Scheiß? Labert nicht voll. Ich drücke mal X. Mann. Еще один ключ. На ключе есть надпись, wow. Ее очень плохо видно. Нужно искать дверь, к которой подойдет. Я не знаю, какая дверь, но мы будем ее найти. The key, was? Ah, schon kann ich lesen. 5. Trying to turn the key. Ach, der versucht den Schlüssel. Naja, hier wird es nicht gehen. Wie kommen wir hier raus? Das war der Schlüssel. Hier ist alles rot. Oh, ein Schreibtisch. Why did you do that? Ja, laber mich nicht voll. Da, noch ein Schreibtisch. Endlich. Oh. Oh. Irgendwas kaputt machen. Schimmelhans ist wieder da. Den heute mit der Axt im Kopf. Wer ist die Geschichte? Das ist voll lahm. Können wir den Weg frei sprengen? Nein. So, das Rätsel lösen wir noch mit der Axt. Aber der nervt hier. Ne, das ist weg. Wow. Weg ist auch die Axt. Die war nicht sehr stabil. Voll lahm. Wohin damit? Ich habe noch nirgendwo gesehen, wo das fehlt. Scheiße. Hey, braucht einer hier ein Rohr? Nö. Okay, hier ist ein Rohrloch, aber das würde ja keinen Sinn machen. Was soll ich? Schimmelhans? Das ist Schimmelhans, guck mal, der ist doch ganz grün.
Haben sie extra grün gemacht, damit du dich erschreckst, ne? Hab ich aber nicht. Aha. Da! Haha! Da! Ein. Jetzt haben wir noch 10 Minuten. Mach eine Stunde Testzone diesmal. Ha! Haben wir die Heizung repariert? Dann trocknet Schimmelhans aus. Und wir haben überlebt. Also, ich würde die Leiter nehmen und da hochklettern. Würde das Sinn machen? Sieht so aus, ob wir da hochklettern müssen. Ich bin oben. Hier ist aber. Boah, hier ist aber finster. Also, VR will ich das echt nicht spielen. Schäbig. Schachtel kippen oder was? Keycard. Okay, wir müssen hier irgendwie raus. Open the door with the keycard. Das ist ein Level hier? Jetzt in meinem Ernst, was hier für ein Level da gab? Das ist erstmal die zweite Level. Überleg mal, wir sind eine Stunde dran schon. Okay, wir haben lange für den ersten Part gebraucht. Aber wofür die verfluchte Keycard? Wofür diese verfluchte Keycard? Dabadidudiduli? Keycard? Nein. Ich glaube, die brauchen wir erst später, ne? Da hinten war auch nichts. Hier haben wir schon durchsucht. Aber hier bin ich nicht weitergegangen, ne? Raum 4? Doch. Hallo? Oh, hier war ich nicht drin. Doch, hier war ich drin. Hier habe ich alles durchsucht. Schiff, wie macht das mit dem Nebenraum? So. So. Er fängt jetzt an, die Kippen zu stopfen. Weißt du, scheiße, macht er einen Test zum Video halt. Ja, dann mache ich mir jetzt trotzdem mal Zigaretten einfach so vor neben dem Mikrofon. Ja, nichts machen, weil ich gut genug. Was? Ja, klar. Warum dürfen wir die Tür mehrfach benutzen? Ich gehe mal zurück. Was auch möglich ist. Ein Schimmertyp. Wo ist er denn? Ich sehe ihn doch gar nicht. Er ist gar nicht da. Ja gut, er lief woanders rum schon. Was ist jetzt hinter mir? Das ist schon eine geile Atmosphäre. Okay, ist das schon was Let's Play hier, ey. Mach doch das Licht aus hier. Wir sind das jetzt auch nicht hell. Ah, ich glaube nicht, dass ich habe nirgends so ein Keycard-Moped gesehen. Aber wir dürfen auch komplett zurückgehen. Das lässt mich einfach eiskalt zurückgehen. Warte, ne? Wow. Keycard. Keycard. Gab's nicht noch mehr Wege? Aber wir dürfen komplett zurückgehen. Das ist voll kacke. Da sollte er sagen, die Tür ist von außen verschlossen. Von innen. Mir gefällt auf jeden Fall die Grafik. Da war auch nichts. Da habe ich ja gesagt, das ist der Raum, der völlig sinnlos war. Ist er plötzlich nicht mehr sinnlos. Da ein Keycard-Ding ist. Fuck. Wow. Ich glaube, wir haben echt eine Stunde gebraucht. Wahnsinn. Es lädt und du kommst im nächsten Chapter oder Level oder such dir was aus, wie das auf Russisch heißt. Level. Levelski. Levelski. Part 3 ist es nämlich. He is here. Und das könnt ihr selber rausfinden. Wow. Aber wenn eins so lange dauert, dann spiele ich das richtig schön. Vielleicht wird es ein Let's Play. Bis zur nächsten Folge in der Testzone. Bis dann.